Ich weiß es, du willst es unbedingt. Das muss ich jetzt schnell ausnutzen. Go, flieg. Jetzt oder nie. Feuerball. Setz was. Okay, flieg. Komm mal, jetzt oder nie. Jetzt oder nie. Robbe hier, willkommen zurück, Freunde, zur neuen Folge von Clash Royale. Und in dieser Folge möchte ich euch einen kleinen Tipp geben, so einen kleinen Trick zeigen, wie ihr wirklich Free Gold bekommt, Erfahrung bekommt und auch noch glückliche Gildenmitglieder bekommt. Schauen wir zuerst mal in den Chat, in den Clan rein. Ja, leider momentan keiner da, der irgendwelche Karten fordert. Aber hier zum Beispiel hier, der Bartholomäus hat hier Karten gefordert, Kanone. Ich habe 118 von denen. Ich benutze die Kanone auch irgendwie gar nicht. Aber wenn wir die Kanone spenden, zumindest bei den gewöhnlichen Karten, dann bekommen wir 1 Erfahrung und 5 Goldstücke. Leider kann ich es euch jetzt nicht zeigen, aber ihr könnt es ja selber bei euch probieren. Also 5 Goldstücke und 1 Erfahrung bekommen wir da. Und habe ich immer so fleißig gespendet, wie ihr seht hier oben. Ein bisschen Werbung für meine Robbe, für mein Team Robbe gerade. 126 gespendet. Oben nochmal hier 2 Tesla erhalten von CP9. Danke dafür. Und immer schön gespendet und so weiter. Und dann habe ich immer gedacht, ist das ja nice, irgendwie ist ja cool, dass wir dafür Gold bekommen. Und dann klicke ich hier so ein bisschen weiter durch und dann bin ich so im Shop angelangt. Dann gucke ich mir die Karten so an. Episch, selten, gewöhnlich kriegen wir ja immer 3 verschiedene Karten. Nach einem gewissen Zeitraum, ich weiß gar nicht, jetzt sind es hier noch 8 Stunden. Ich glaube, am Wochenende gibt es doppelt so viele Karten. Ich glaube, dann gibt es 6 verschiedene Karten zur Auswahl. Und der Kobold ganz links. Ich kann es euch gerade nicht zeigen, weil meine vorige Aufnahme verkackt ist. Aber ihr könnt es euch ja selber gleich ins Spiel reingehen und dann selber gucken. Die gewöhnlichen Karten kosten 2 oder 3 Gold. Halt, nagelt mich jetzt nicht fest. 2 oder 3 Gold kosten die. Und dafür können wir uns ein paar kaufen. Bis sie 6 Gold kosten, habt ihr, ich weiß nicht, wie viele Karten gekauft. Das funktioniert. Und ihr habt sie für 5 oder weniger Gold gekauft. Und dann könnt ihr hier ganz rechts reingehen in den Clan und die könnt ihr spenden. Und ihr kriegt 5 Gold pro Karte. Das heißt, danke Supercell. Ich weiß nicht, ob das extra war. Aber dadurch bekommen wir Free Gold. Wir können uns ein bisschen quasi was nebenher verdienen. Jetzt sagt der eine oder andere vielleicht, ja mein Gott, ey, diese 2, 3 Goldstücke, das ist ja gar nichts. Aber ihr könnt 2 Karten spenden. Am Wochenende gibt es doppelt so viele Karten. Ihr könnt, das Teil updatet sich regelmäßig. Ihr habt glückliche Gildenmitglieder. Ihr spendet regelmäßig, euer Gildenleiter möchte bestimmt, dass ihr regelmäßig auch spendet. Zudem habt ihr, wie gesagt, sind alle fröhlich, weil alle sich gegenseitig unterstützen. Und ihr bekommt noch Erfahrung auch noch dazu. Das heißt, ihr werdet ja im Town Center auch immer wieder besser. Von daher, ich wollte euch den kleinen Trick einfach mal zeigen. Und wenn ihr das mal wirklich so hochrechnet, nicht so am Tag, wenn ihr am Tag vielleicht 20 Gold macht, aber rechnet das mal in der Woche oder in einem Monat. Da könnt ihr vielleicht 1000 Gold bekommen für nichts. Einfach, weil ihr einfach hier die Karten immer wieder gekauft habt, hier in dem Shop. Und die an eure Gildenmember verteilt. Ich find's cool, ich find's nice und ich wollte euch das in diesem Video einfach unbedingt zeigen. Was ich mich aber gerade auch schon gefragt habe, ist, wir können ja auch die seltenen spenden. Und wir können ja immer nur eine spenden. Beziehungsweise, ich glaube, eine können wir fordern. Eine können wir fordern, könnten wir auch wahrscheinlich auch nur eine spenden. Ist ja logisch. Ich glaube aber, dass es da auch mehr gibt als 40. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ich testet's mal aus, ob ihr mehr bekommt als 40. Weil wenn ihr mehr bekommt als 40, lohnt sich das natürlich auch wieder, diese seltenen Karten zu kaufen. Keine Ahnung, bis 50 Gold vielleicht. Also wenn wir hier 50 Gold bekommen, würde ich mir die seltenen Karten immer kaufen, bis 50 Gold. Weil bis dahin mache ich immer noch Gewinn quasi. Und ich habe natürlich auch wieder eine schöne Spendenbilanz und meine Gilden, wenn wir sind alle zufrieden. Ich finde es nice, ich finde es geil. Supercell, danke. Danke Supercell, aber ich weiß auch nicht, ob du es extra so gemacht hast. Aber okay, alles klar. Sonst geht sonst noch so hier. Wir machen gerade so ein internes Turnier. So ein K.O.-Turnier. Wir testen das gerade. Sieht ganz cool aus eigentlich. Ich bin gerade, zumindest bin ich jetzt im Viertelfinale. Gleich geht's weiter. Aber noch nicht YouTube-reif quasi. Mal schauen, wie es weitergeht. Wie wir das irgendwie auf die Beine stellen können. Vielleicht mache ich das dann mit euch auch nochmal alle zusammen. Also gucken, wie wir es hinbekommen. So, jetzt spielen wir erstmal gegen Blood Raven OS Level 7. Da wünsche ich ihm kein viel Glück. Und fairer Fight hier. Fangen wir erstmal easy an. Also wenn ich gegen Level höher spiele, spiele ich meistens immer etwas defensiver. Weil wenn ich gegen ihn ein Unentschieden hole,
Ist das eigentlich schon okay? Oh, komm, Marise, kommst du noch? Ja, okay. Sehr gut, hat noch geklappt. Wenn ich gegen ihn einen Unentschieden hole, bin ich eigentlich schon zufrieden. Weil was soll ich gegen einen höher, einer, der am Level etwas höher ist, was soll ich da großartig reißen, ganz ehrlich? Und da erstmal easy going. Gucken, ob er was von meinem Tower abgezogen bekommt. Minions kommt mal raus. Haben wir seine mal eben schnell weg. Haben noch ein paar über. Jetzt streuen die sich auch noch. Ah, das wird ein bisschen blöd. Die gehen natürlich drauf, ohne dass wir überhaupt irgendwo was gemacht haben. Okay, die rechten ignoriere ich jetzt einfach mal. Setz links meine Witch. Das ist ein bisschen Damage, das halte ich wohl noch aus. So, geh mal bitte auf die Kleinen. Nice, danke. Zwei Schüsse gehen quasi daneben. Und jetzt ist dein Baby Dragon auch weg. Jetzt können wir vielleicht auf der linken Seite pushen. Riese geht voraus mit Hexe hinterher. Ah, das ist natürlich, da haut natürlich rein. So, jetzt hat er seinen Pfeilregen benutzt. Vielleicht noch ein bisschen Damage. Ah, da kommt zu wenig. Also Level 7, ey, ganz ehrlich, was ist das denn? Die hauen ja mega rein. Komme ich überhaupt nicht gegen an. So, können wir vielleicht... Setz mal was. Ah, oh, das ist zu viel Damage. Ja, das war viel zu viel Damage. Ja, ihr merkt schon, das ist... Ja, unfaires Match hier. Was soll ich gegen die machen? Ich glaube, ich werde das verkacken, aber ich probiere zumindest... Vielleicht wird er greedy und setzt irgendwo mal alles und ich kann es ausnutzen. Was, wenn ich eins von diesem Spiel gelernt habe? Robbe, sei nicht greedy. Wenn ihr greedy seid und unbedingt einen Tower haben wollt, dann verkacke ich mal. Also ich verkacke da meistens. Nicht alles immer so setze, ey, jetzt unbedingt und so. Das funktioniert bei mir überhaupt nicht. Okay, jetzt kommt er da noch. Oh, shit. Das haut natürlich rein. Aber er wird den Tower nicht bekommen. Er hat gerade... Oh, Mann. Er spielt auch recht gut, muss ich sagen. Vielleicht können wir rechts was... Können wir rechts drücken? Ah, jetzt kommen die fucking Minions schon wieder. Ja. Komm. Der Feuerball, das dauert auch Ewigkeiten, bis der da ist. Er hat da noch nicht mal eine Bombe abgeworfen, oder? Oh mein Gott. Rechts mein Tower. Man geht doch auf den Tower. Oh Mann, ey. Der ist einfach zu krass. Das ist auch unfair irgendwo. Das hat er mit Sicherheit auch schon oft gehabt. Und was soll man dagegen machen? Ganz ehrlich, er muss schon einen starken Fehler machen. Er muss schon einen harten Fehler machen, dass ich ihn überhaupt platt kriege. Vielleicht kriege ich ihn unentschieden zumindest raus. Zumindest ein Unentschieden. Jetzt gibt es die K.O.-Runde. Das wäre natürlich jetzt richtig krass. So, Feuerball geht rein. Nice. Ah, vielleicht kriege ich den Tower irgendwie. Aber wie? Ja. Okay, das macht nicht allzu viel Schaden. Das heißt, damit kommt er nicht weiter. So, Tower. Nice. So. Ja, er wird greedy. Ich merk's. Ja, ha, du wirst greedy. Ich merk das schon. So, der willst du um. Du willst es unbedingt. Ich weiß es. Du willst es unbedingt. Das muss ich jetzt schnell ausnutzen. Go, flieg. Jetzt oder nie. Feuerball. Setz was. Okay, flieg. Come on, jetzt oder nie. Wirf eine Bombe auf. Nein! 100 noch. Shit, 66. Nein, mein Tower. Wo ist... Nein, das gibt's doch nicht. Mein Feuerball. Oh mein... Nein! Ja... Alter, das... Was ist das für eine Runde? Oh, shit, ey. Wegen so einem knappen Fight. 30 Pokis weniger, ey. Oh, das kotzt an. Das kotzt gerade echt an. Gib mir die Truhe hier. Gib mir irgendwas Geiles. Ah, scheiß Knall. Ah, 6 Barbaren, die sind ganz gut. Die wollen immer viele Leute haben. Komm, fordert doch mal was. Fordert mal was, damit ich es hier noch zeigen kann vielleicht gerade mal. Will keiner. Komm, ein Fight machen wir noch. Ja, Arena 1400 plus ist wirklich gar nicht so einfach. Aber das war auch Level 7er. Jetzt gegen Level 6er. So, das ist ein faires Match. Viel Glück. Go, go. Nein, ey. Fast hätte ich ihn geklatscht, ey. Okay. Easy, Robbe, easy. Aber so macht das auch Spaß, ey. Richtig nice, Mann. Wenn ich jetzt noch gewonnen hätte, hätte es noch mehr Bock gemacht. Okay, das sind mir ein paar zu viele gerade. Klatscht den mal weg. Jetzt setzt... Witch, come on, Witch. Wie kriegst du noch Platz? Nice, okay. Jetzt sind wir leicht im Vorsprung.
Vielleicht kriegen wir ein bisschen Tower angehittet. Schön viele Skelette sind da. Hat er irgendeinen Zauber? Witch, hau die mal weg, hau die mal weg. Okay, ich setz noch was hinterher, weil ich glaube, er hat nicht viel Elixier. Ich hoffe, er hat keinen Fallre... Oh, das sieht sehr nice aus. Das sieht sehr nice aus gerade. Sollen wir greedy sein? Ja, sind wir. Scheiß drauf. Komm. Gehen wir auf 3 Kronen. Ah, vielleicht war ich zu greedy. Ah, 1000 noch. Und komm, noch eine Bombe, noch eine Bombe. Ah, shit, ey. Wieder so ganz knapp, extrem knapp jedes Mal irgendwie. Der hatte ihn gerade schon über diesen Korb quasi rübergelehnt und dann ist er tot gegangen. Okay. Er muss kommen. Er muss kommen. Ich liege ganz klar vorne. Sein Town Center ist fast platt. Was macht er jetzt? Okay, er hat zu viel Elixier. Ich möchte jetzt gar nichts gut setzen. Ach, scheiß drauf, jetzt setze ich doch was. Er macht ja gar nichts. Was macht er denn? Was hat er vor? Was macht er da? Lässt er sein Town Center quasi einfach so... Ja, meinetwegen holst du das Ding da unten. Aber dein Ding ist jetzt platt. GG, Mann. Wow. Der Schweinereiter war sowas von unnötig. Sorry. Aber ist das so? Okay, ein Spiel gewonnen, ein Spiel verloren. Allgemein mal, was wollt ihr sehen in Clash Royale? Also... Vielleicht machen wir bald dieses Turnier, mal gucken. Ich weiß es noch nicht, ob wir es irgendwie hinbekommen. Wollt ihr Real Fights sehen? Wollt ihr Wiederholungen sehen? Wollt ihr vielleicht, dass ich euch Karten vorstelle? Dass ich euch zum Beispiel zeige, was ich so meine, wie man gegen Loon am besten deffen kann oder wie man am besten angreift, zum Beispiel mit Giant und Hexe oder sowas. Oder allgemein, wenn ihr mehr von Clash Royale sehen wollt, dann lasst einfach mal den Daumen da, würde mich freuen. Und jetzt machen wir mal richtig Werbung und wenn ihr neu zuschaut, dann vergesst unten nicht zu abonnieren. Clash Royale kommt jetzt auf jeden Fall regelmäßig. Freunde, ich danke euch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.